Tower Life Story heißt das Format. Nicht Real Life Story, wir sind in Tower und das ist unser Life Story, okay? Also, Bruder, wir waren bei der Filmpremiere. Was ist hier? Keine Ahnung. Bruder, ich weiß auch nicht, man hat uns einfach gesagt, rote Teppich und komm. Guck mal bitte den roten. Alhamdulillah, draußen hat niemand im Viertel ein Star. Schwester macht Abi, ihr Traum hat sie wahr, Geld. Sind wir in den Tower gefahren, wir haben weiter Session gemacht und haben dann alle noch ein bisschen getrunken, so wie es halt so ist, so der Lifestyle. Ich habe ein bisschen zu viel getrunken, mal wieder. Das kommt so eine zweite Persönlichkeit von mir, Bruder. Auf jeden Fall, dann bin ich irgendwann heimgegangen, weil ich hatte dann gemerkt, dass ich irgendwie K.O. bin voll. Bin dann hochgelaufen, die Türe unten war off. Ich wohne im vierten Stock, weißt du, also ganz oben, unten wohnen noch Kinder. Und hab dann gemerkt irgendwie, dass ich meinen Schlüssel und meine Tasche gar nicht mehr hatte. Und der Ramon hat mir geschrieben, dass er die Tasche da irgendwie weggeschlossen hat, also hier im Tower. Und ich dachte nur, fuck, was soll ich jetzt machen? Es war 4 Uhr nachts oder so. Keiner weiß, warum ich auf den Gedanken gekommen bin. Bin ich hingegangen und dachte mir, okay, komm, ich tritt einfach dagegen. Also kompletten Drip. Miau, miau. Auf kompletten Drip dagegen. So, Bruder, auf John Travolta, Bruder. Einfach da rein und dachte, ja, okay, wenigstens geht dann das Schloss kaputt, so. 30, 40 Euro oder keine Ahnung, so. Und ich habe dagegen getreten und auf einmal ist der ganze Rahmen mit der Tür in meine Wohnung reingeflogen. Aber nicht aus dem Grund, weil ich Rambo bin oder so, oder keine Ahnung was. Weil die Leute, die das Haus gebaut haben, irgendwie die Tür mit dem Rahmen nur so befestigt haben mit so einem Schaum, wo nach einer Zeit fest wird. Also fühlt sich an wie so Styropor-mäßig. Und ja, deswegen ist die ganze Tür dann mit dem Rahmen kaputt gegangen. Leute dachten halt, dass ich eingebrochen bin und so. Es war auch 4 Uhr nachts und so. Das soll einfach nur damit sagen, nicht trinken in Kombination mit Schlüssel vergessen. Das wird jetzt dich als Künstler überhaupt beschreiben. Ja, Leute kennen dich ja kaum, die kennen nur deine Musik. Und ich will, dass sie dich auch kennen, ich dich kenne. Ich will, dass in Zukunft dieser Kanal meine Augen wird. Ja, weißt du, ich meine so? Ja. Auf den, das wäre krass, glaube ich. Ja, wär auch. Und du bist jetzt zu meiner Session gekommen, damit wir was aufnehmen und so. Ja. Weil du Mucke liebst und so. Ja, natürlich. Auch. Wie bist du von zu Hause mit einer Tür im Flur, die da liegt, weggegangen? Nein, schon. Die Tür, also da kam heute Morgen dann so ein Typ. Monteur? So ja, Monteur. So. Ja. Und ich habe versucht, an einem Mittwoch die Tür aufzutreten, weil ich keinen Schlüssel mehr hatte. Und dann ist der ganze Rahmen kaputt gegangen mit der Tür. Und jetzt bräuchte ich halt irgendjemand, der jetzt improvisorisch irgendwie eine Tür da reinmacht, weil die Polizei angerufen hatte und meinte, dass meine Tür im Flur liegt. Okay. Ja. Und alles klar. Dann weiß ich erstmal Bescheid, gell? Ich guck mal, welche Techniker da heute die Bereitschaft hat und gebe ihm das durch, gell? Vielen, vielen Dank, ja. Man hat das dann so provisorisch irgendwie dahin gemacht und so. Es ging auch alles fit so. Ich dachte auch, es wäre alles okay so. Und jetzt komme ich gerade vom Fitness, also in den Tower rein. Und komm auf kompletten Drip. Auf kompletten Drip natürlich. Ich komme vom Fitness, war gestern betrunken, auch. So. Hab Tür angetreten, komplett. So, oder? Dann bekomme ich gerade einen Anruf von irgendeiner Nummer und ich dachte mir, was ist die Nummer? Auf einmal ruft er an, ja, Polizei Bonn. Bescheid gesagt auch, wie der Stand ist. Und er meinte, der gibt jetzt einen Bescheid und kommt dann vorbei. Und der hat halt gefragt, ob jemand vor Ort ist. Ich habe jetzt zu ihm gemeint, dass sie warten, bis er da ist, oder? Genau, das ist richtig. Okay, alles klar. War ja überrascht, dass sie persönlich angerufen haben, weil sonst geht das über uns, über die Polizei. Weiß nicht, da war schon ein bisschen so geschockt, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt selber nicht. Ich habe ihn aber auch... alles geklärt. Ja, ich habe ihm auch die Nummer gegeben von ihnen, also falls er Rückfragen hat oder so. Habe ihm die Adresse gesagt, habe auch gesagt, dass sie da sind, vor Ort sein werden, bis die kommen. Und er hat gesagt, okay, er weiß Bescheid. Ja, aber okay. Ich weiß jetzt nicht, dass er denkt oder so, ich verarsche ihn, wäre halt cool, wenn irgendjemand den ganz kurz kontaktiert vielleicht und sagt, dass das wirklich auch stimmt, weil... Ja. Wäre halt besser. Ich bin in der Regel nicht so oft vor, aber ich, um das nochmal alles klarzustellen, rufe ich den selber nochmal an. Sie, vielen, vielen Dank, ja, nett von Ihnen. Dankeschön. Ja, keine Ursache. Also wären Sie so lieb und könnten irgendwie die Tür ein bisschen beiseite machen für die Nachbarn, weil die sind schon, glaube ich, so oder so abgefuckt auf mich wegen der Tür. Die sind alle richtig korrekt, sie haben richtig Glück mit den Nachbarn, ne? Ja, die sind auch nett. Ich muss mich auch so bei denen entschuldigen, weil es kam, also ich war betrunken, ich hatte einen schlechten Tag. Ich dachte nicht, dass die ganze Tür rausfällt und ich wäre auch gekommen und so, aber ich bin gerade am Arbeiten, deswegen tut mir leid. Ja. Kein Stress passiert. Okay. Wie gesagt, kümmern wir uns drum und sie haben ja auch alles fit gemacht und dann muss man jetzt gucken. Und Schlüssel an die Nachbarn hier oben oder verstecken? Wie soll das gehen? Ja, einfach dann vor die Tür. Ja. Bruder, was ging da ab? Ah, Bruder, der Polizist ist sehr auch sehr gechillt, ja. Wenn so alle wären. Ja, das ist das erste Mal, dass ich so. Erstmal, dass ich so, ja, ehrlich. Ja, wir haben so ein schwarzes Paar Armani-Schuhe. Da packen wir den Schuh rein. Alles klar. Drip. Dankeschön. Genau, und das war der Anruf quasi. Das war der Anruf. Aber voll korrekt zum ersten Mal. Ja, Bruder, sogar mit Handynummer. Ich dachte, aber Bruder, weißt du, wieso ich das aufgenommen habe und wieso das Video landet? Und ich habe wegen dir dieses Format davon, Tower Life Stories, weil sonst hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe ihm gesagt, Bruder, ich sehe mich als euren großen Bruder hier irgendwie und stellt euch vor, in meinen kleinen Brüdern, was passiert. Ich muss das so irgendwo zeigen. Mir. Ja, auf ja, den. Ja. So, ich habe einen kleinen Bruder, den ich sehr
Bulgarien lieber, aber der ist in Türkei. Ja. Und ich versuche den auch herzuholen, wo du weißt, als Herz über Röntgen, diese Formate drehen, meine ich. Das habe ich einfach gemacht, weil du eine Tür eingedreht hast. Ja. Der Polizist hat mich gerade angerufen und hat gesagt, dass der Typ, wo das jetzt umbaut, also die neue Tür reinbaut, dass er jetzt da ist. Und hat gesagt, dass er so ein, zwei Stunden braucht. Da habe ich gesagt, Dankeschön. Er meinte, dass er dann noch da bleibt so lange. Dann hat er allererstes gefragt, ja, aber könnten wir so lange, bis wir da sind, noch bei dir bleiben? Weil Fußball läuft jetzt gleich, könnten wir da Netflix machen. Fußball, ich so, mach's euch gemütlich, go. Boah, zu Hause oder was? Offiziell, Bruder. Das erste Mal, das angenehm ist, Bruder. So, Bruder. Wenn ihr das seht, Jungs, wir sind genau wie ihr eigentlich. Wir sind genau wie ihr, aber anders bisschen, aber gleich. Bruder, und in Zukunft, wenn du nicht schlafen kannst, komm einfach ins Studio. Ja. War ich nicht bis, ja, bis jetzt auf diesem Sofa habe ich ja nicht mehr geschlafen, Bro. Das ist das Schlimmste. Ich denke mir, warum bin ich nicht einfach zurück in den Tower Mach gefahren? Mach das bitte, mein Bruder. Ja. Okay? Und ich habe diese Kooperation mit Polizei aufgenommen, weil Leute würden sagen, wir kooperieren mit denen. Das war nur so, Bro. Der war aber so. Ich werde zwar 31 in ein paar Monaten, aber nicht so. Ja.